Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich sehr freuen, solltet ihr nicht dazu entscheiden solltet. Ich habe mal wieder ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich habe keine Ahnung. Es ist schrecklich mit mir. Ich bin nie zufrieden. Ich bin einfach nie zufrieden. Ich muss mich hier echt irgendwann mal hinsetzen und einfach ein paar Stunden das wirklich an so vielen Orten ausprobieren, bis ich so absolut zufrieden bin, aber das wird dauern und das macht einen ein bisschen mürbe im Kopf. Weil es halt, wie ich schon mal sagte, es geht um 0,01 Einstellungen, ne? Bisschen plus, bisschen weniger, bisschen plus. Bis einfach das perfekte Maß getroffen ist und da muss man verschiedene Effekte miteinander auch ein bisschen abwägen, weil man kann ja auch vielleicht das Raytracing-Ding ein bisschen übertreiben und dann wieder mit Gamma ein bisschen runterziehen und so, ne? Und so Dinge. Das ist grauenvoll. Das sind First World Problems, ja. So ist der Potato. Mit seinem Erste Welt Problem. So. Ich grüße euch. Der Weg jenseits dieses Tors führt nach Raktika. Seid ihr sicher, dass ihr diese Reise wagen wollt? Wie ihr wünscht. Wartet, ich öffne euch das Tor. Die Musik. In jeder Ära wenden wir unseren Blick zurück in die Vergangenheit. Denn der Pfad, den wir hinter uns lassen, gibt uns mehr Rätsel auf als der, der vor uns liegt. Die Hochkultur Ronkas, nun hütet das Dickicht des Waldes, was von ihrem Glanz übrig blieb. Ein Ort, der Antworten bereithält für die, die danach suchen. Raktika. Wir sind da. Raktika ist von gewaltiger Größe, doch die meisten Teile des Waldes sind so dicht, dass sie bis heute noch nie jemand betreten hat. Das Hythia-Sumpfland ist wesentlich gangbarer. So kommt es auch, dass die Untertanen der Nacht sich hier niederließen. Alles Land, das sich vor unseren Augen erstreckt, muss sich unserer Herrschaft beugen. Geht fort. Erobert. Herrscht. Was haben Sie mir zugejubelt, als ich redenschwingend auf meine Feldzüge gegangen bin? Ein Land nach dem anderen wurde besiegt und besetzt. Auf dass es wachse. Mein großes galäisches Kaiserreich. Was willst du schon wieder? Was denn? Da sieht man sich nur mal um und schon wird man vom Wachhund angebellt? Soll ich euch vielleicht lieber aus den Schatten heraus beobachten? Es ist eine Geste des Anstands, dass ich mich euch zeige. Heißt das, du kommst mit und hilfst uns? Vielleicht begleite ich euch ein Stück des Wegs, solange ich Lust habe. Nur beim Kämpfen. Da rechnet besser nicht mit mir. Im Schatten der Bäume vergisst man es schnell. Aber auch diese Region ist von Licht bedeckt. Ich bin ein Geschöpf der Dunkelheit und hier zu sein bereitet mir ein gewisses Unbehagen. Unter solchen Bedingungen zu kämpfen, ist ein gar grässlicher Gedanke. Wenn du mitkommen willst, dann komm mit. Aber ich behalte dich im Auge, verstanden? Da hat man den Streamtitel überarbeitet, weil wir nicht bei Benefeen sind. Moment, Moment. Ich kann mit ihm sprechen.
Hast du was gesagt? Belästig mich nicht. Ich hab dir nichts zu sagen. Ich meine, natürlich freue ich mich, dass du dich für die Ashtians interessierst. Ich werde dir eine Frage gestatten, also. Warum hast du diesen Körper gewählt? Warum ist das denn so wichtig? Ich bin ein Ashtian und kann mir jederzeit einen neuen Körper zulegen. Es spielt keine Rolle, welchen ich mir aussuche. Manche meiner Brüder sind wählerig, was ihren Körper angeht. Andere tragen, was gerade im Schrank hängt. Ich ziehe es vor, bei einem zu bleiben, solange ich mich einer Aufgabe widme. Also habe ich mir, nachdem ich in dieser Welt angekommen war, irgendeinen Niemand geschnappt und ihn angepasst, bis ich den guten alten Solus wieder hatte. Ich hatte mich irgendwie an ihn gewöhnt. Mein Bruder Lahabrea war da ganz anders. Er ist von Körper zu Körper gesprungen, nahm, was er brauchte und kümmerte sich nicht groß um Äußerlichkeiten. Was dein eitler Freund da wohl als glücksvoll betrachtet. Ja, der alte Lahabrea hatte einen Hang zur Unbesonnenheit. Das muss auch der Grund gewesen sein, warum er sich von dir bezwingen ließ, der alte Narr. Ich kann Emmet selbst Abneigung gegen den Wald nachvollziehen. Er ist ein respekteinflößender Ort. Die Sündenvertilger beanspruchen ihn als Jagdrevier und töten jeden, den sie finden. Vor 2 Jahren kam es zu einem besonders heftigen Angriff, der einen hohen Blutzoll forderte. Sie fielen wie Raubtiere über die Untertanen der Nacht her. Die meisten der Priester verloren ihr Leben im Kampf oder sie wurden selbst verwandelt. Vielleicht hätte überhaupt niemand das Massaker überlebt, wenn die Stoller nicht gewesen wäre. Sie führt seitdem die wenigen Überlebenden an. Los, gehen wir zur Gonfeste. Sie war das nächstgelegene Lager der Untertanen der Nacht. Dort haben vor 2 Jahren schreckliche Kämpfe stattgefunden. Aber du wirst ja sehen. So. Oh, ja, ganz, ganz wichtig. Okay, Nordost. Was denn da? Ein Tomatel, okay. Ja, interessant. Okay, also hier sieht es nicht mal schön aus, das kann ich schon mal festhalten. Das hier ist die Gonfeste, oder das, was davon übrig geblieben ist. Die Stola wird mit ihren Leuten eine andere Wehranlage bezogen haben. Sehen wir uns die nächste an. Jetzt! Schnappt sie euch! Was ist das? Eine neue Abart der Sündenvertilger? Die sehen ja beinahe normal aus. Was soll das heißen, beinahe normal? Wir sind keine Sündenvertilger. Nehmt die Waffen runter. Der kann sprechen. Vorsicht! Die machen uns nur nach. Ihr wisst genau, dass ich das machen muss. Kupo, Kupo, Kupo! Hör auf damit! Du machst ja alles nur noch schlimmer. Aber damit habe ich es ja nicht nachgemacht. Wisst ihr, wenn ich mir recht überlege, eigentlich habe ich schon ausreichend guten Willen bewiesen. Und mitkämpfen kann ich auch nicht. Was soll ich dann also noch hier? Vielleicht entschuldige ich mich am besten. Mir ist ohnehin gerade nach einem Nickerchen in einem ruhigen Baumwipfel. Euch dann viel Glück noch. Der eine hat sich in Luft aufgelöst.
Die sind nicht normal. Oh. La Habrea war mir um einiges sympathischer. Was ist, Runa? Habt ihr die Sündenvertilger? Matoya! Matoya, bist du dir sicher, dass das Sündenvertilger sind? Sie sehen nicht so aus. Meine Augen sahen das Licht, das von den Eindringlingen ausgeht. Was außer Sündenvertilger könnten sie sein? Man neigt dazu, es zu vergessen, aber Ishtola sieht seit ihrem Unfall nicht wie wir. Sie ist blind, doch ihre Fähigkeit, im Äther zu sehen, ist mehr als nur ein guter Ersatz. Meistens. Hexe Matoya, erkennst du mich nicht? Ich bin es, Uriange. Tatsächlich, du bist es. Und Tancred. Und ich nehme an, das ist das Mädchen mit dem Namen Minfilia? So ist es. Würdet ihr nun bitte die Waffen senken? Einen Augenblick. Wenn du wirklich Uriange bist, wer ist dann die Gestalt neben dir? Sie ist so vom Licht eingenommen. Sie kann nur ein Sündenvertilger sein. Du kannst ihn doch unmöglich vergessen haben. Es ist der Held vom Bund der Morgenröte. Unser Held. Er hat endlich den Weg in diese Welt gefunden und bereits 2 Lichtbringer vernichtet. Du hast dich sehr verändert. Stimmt, ich bin jetzt Samurai. Wir haben uns so lange nicht gesehen, ich hab dich vermisst. Matoya, was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Ich habe mich geirrt. Steck die Waffen weg. Entschuldigt den unfreundlichen Empfang. Die Untertanen der Nacht heißen euch willkommen im großen Wald von Raktika. Hier ist es zu gefährlich. Wir sollten in unseren Unterschlupf gehen und uns dort in Ruhe unterhalten. Folgt dem Weg in Richtung Nordosten, bis ihr auf eine Höhle trefft. Dort werde ich auf euch warten. Hier ist ein Windäther. Da oben. Oh, hier gibt's auch diese Bäume. Schön. Erinnert mich ja gar kein bisschen an den Finsterwald hier. Ich finde es halt sehr schön, dass das jetzt ein großes Gebiet immer ist. Das finde ich echt schön. Weil ich glaube, insgesamt ist es kleiner als die Gebiete des Finsterwalds zusammengenommen. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Und es ist auch nicht so abwechslungsreich wie der Finsterwald. Der Finsterwald war gar nicht so abwechslungsreich. Wobei doch schon, der hat schon so ein paar Stellen, die sind ganz schön anders. Auch Tanalan und so. Man muss ja auch mal Kritik üben, ne? Ich mach nur Späßchen. Super toll hier. Mir gefällt's sehr gut.
Nur halt alles sehr, sehr farbintensiv. Und das liegt nicht nur an Reshade. Das liegt auch an dem Spiel. Das ist alles sehr farbintensiv hier. Vor allem, wenn auch das Licht da ist. So. Lass mich raten, wir können den nicht holen. Ach doch, Richtung Westen. Wunderbar, wir sind fast da. Wo ist er denn? Da müsste doch recht. Ach, da, ich laufe einfach dran vorbei. Potato Pet offiziell blind. Ich bin ja wirklich blind auf einem Auge, also passt das. Also passt das, ja. So, gibt es jetzt noch eine Quelle hier? Nee, ne? Doch, Osten. Ah, nee, Osten. Nee, nee, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir jetzt durch das Lager. Aber wir können ja schon mal die Karte aufdecken. Interessant, diese Gegend hier ist irgendwie zweigeteilt. Oh, die Wildschweine. Und die heißen ja auch einfach Wildschwein. Wie schön. Also das Gebiet sieht sehr anders aus als das Fenster, weil das klingt das lustig, weil hier auch alles voller Bäume und so ist, aber ich meine jetzt die Struktur der Landschaft, die sieht sehr anders aus. Also ich erkenne hier nichts aus dem Finsterwald wieder. Nicht wie bei Yulmore, ne? Bei Lanarcea. Da habe ich schon einiges wiedererkannt von der Struktur und so, von der Terrain. Auch wenn es alles irgendwie ein bisschen kleiner skaliert aussah. Alles wäre alles ein bisschen kleiner. Den Leuchtturm und so, die Werft, den Hafen und sowas. Da hat man schon einiges wiedererkannt. Wobei doch. Das hier ist doch die Gegend, wo dieses eine Lager ist. Wie hieß das Lager nochmal? Das ist quasi, und da ist das Lager dann drauf. wo diese Schildkröten sind und so. Hier kann man bestimmt tauchen, oder? Nicht? Doch. Man kann tauchen. Ui. Ich habe leider so ein Outline, so ein komischer Schatten. Das kommt aber durch das MXAO hier, oder? Nee, das kommt tatsächlich auch durch... Woher kommt das denn? Was? Ist wohl eine Kombination aus allem, ne? Ja, ja. Wenn ich die beiden ausmache... Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich glaube, das kommt durch diesen Effekt, dieses... Wie soll man das nennen? Also dieser Wassereffekt, das alles so ein bisschen schwabbelt und wabbelt. Und das AO wird angewendet auf das echte Modell und das ist das Problem, glaube ich, da. Naja, kann man nichts ändern. Kann man nicht ändern. Guck mal, die habe ich auch mittlerweile. Ich habe ja nur eine Kutsche. Habe ich ja gar nicht gezeigt gehabt im Video. Und auch nicht im Stream, glaube ich. Das Wasser ist echt dreckig. Das ist cool, dass man hier drauf springen kann. Das Gebiet ist echt hübsch, oder? Hat schon was. So, wir haben außer dieser Fitzel da oben, den wir später entdecken können, haben wir jetzt alles entdeckt. Dann gehen wir mal zum Missionsziel. Ich schaue mich halt immer gerne erstmal ein bisschen um, ne? Nein! Ich will auch nicht die Kampfmusik. Ich kann sie auch abstellen. Ich glaube, ich überlege, ob ich sie abstelle. Weil die immer so ein bisschen abgeht. Und der Kontrast ist so krass, ne? Von der Kampfmusik zur Hintergrundmusik. Naja. Lassen Sie erstmal an. Vielleicht können wir ja weiterhin den Gegnern ausweichen.
Da bist du ja. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. In diesem Wald gibt es Bäume, die über 1000 Jahre alt sind und die auf sonderbare Weise miteinander verwachsen sind. Besser, man hält sich an die Wege. Doch in unserem Lager habt ihr nichts zu fürchten. Kommt, die anderen sind schon da. Hey, bevor ich mit dir spreche. Sorry, ich Stoller, es tut mir leid. Ich muss mal ganz kurz was anderes erledigen. Das ist Schlangenzweig, unser größtes Lager. Die Untertanen der Nacht verehren die Dunkelheit, aber nicht als Gottheit. Sie folgen bestimmten Regeln und führen ein stilles Leben in Gebet und Einkehr. Ihre Rituale geben ihnen Halt und Stärke. Es steckt viel Weisheit in den Regeln, die das Leben nach der Lichtflut erträglicher machen. Bescheidenheit ist eine große Tugend. Erwarte also keinen allzu üppigen Empfang. Ihr müsst mir unbedingt erzählen, was sich inzwischen ereignet hat. Kommt, lasst uns in Ruhe sprechen. Und als nächstes wollt ihr euch also den Lichtbringer von Raktika vornehmen. Seit meiner Ankunft habe ich eingehend die Geschichte der ersten Splitterwelt studiert. Ich will nicht sagen, dass man dem Kristallexarchen nicht trauen kann, aber ich hielt es für besser, mir eine eigene Meinung zu bilden. Meine Forschung führte mich hierher und ich habe diese Gegend auf meinen langen Wanderungen sehr gut kennengelernt. Auf den Lichtbringer bin ich dabei nicht gestoßen. Aber er kann sich eigentlich nur an einem Ort aufhalten. Was meinst du damit? Vor mehreren tausend Jahren war dieser Wald das Zentrum eines großen Reiches, das Ronka-Kaiserreich. In Ixmaya, das sich östlich von hier erstreckt, liegen viele gut erhaltene Ruinen. Oh, das sieht gut aus. Es ist kaum zu glauben, aber bis zum heutigen Tag werden die Überreste dort von treuen Hüterinnen beschützt. Sie nehmen ihre Aufgabe ziemlich ernst. Jeder, der das Gebiet betritt, wird vorbehaltlos angegriffen. Man weiß, ich habe auch Tomb Raider gespielt und so alte Tempel, so Ruinen und alles. Ich finde das super geil. Das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen, als ich mich dort umsehen wollte. Es war nicht zu machen. Ich musste mich jedes Mal wieder zurückziehen. Du glaubst, dass sich der Lichtbringer nur dort, im wohlbehüteten Ixmaya, verborgen halten kann? Die Steintafel, die der Kristallexarch mir schickte. Ein einfaches Geschenk ist das sicher nicht. Irgendetwas beabsichtigt er doch damit. Ich werde mich daran setzen, sie zu entziffern. Vielleicht enthält sie einen Hinweis, wie wir in den Wald von Ixmaya kommen. Ich bin dir gerne dabei behilflich. Danke, Orianger. Ich fürchte, das wird kein leichtes Unterfangen werden. Warum siehst du dich in der Zwischenzeit nicht den Schlangenzweig um?
Du wirst bald sehen, dass du als Krieger der Dunkelheit den Leuten hier weit mehr bedeutest, als du denkst. Täusche ich mich oder hat dich die Splitterwelt mit neuem Lebensgeist erfüllt? Ich hab dich gar nicht so temperamentvoll in Erinnerung. Das wundert dich? Ich versuche schon seit ich denken kann, die Rätsel um die Entstehung unserer Welt zu lüften. Selber einmal eine der Splitterwelten zu besuchen, ist ein unglaublicher Glücksfall für meine Forschung. Es ist, als könnte man auf einmal in den Lehrbüchern und Folianten spazieren gehen. Und du, Tancred, hast du gefunden, was du suchtest? Es ist... Wir alle haben viel erlebt. Entschuldige mich. Es ist meine Schuld. Ich bin nicht die, für die er mich hält. Das mag sein. Aber er sollte einsehen, dass die Dinge so sind, wie sie eben sind. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Dein Schicksal liegt schwer auf deinen Schultern. Aber nicht er, sondern nur du kannst entscheiden, wie deine Zukunft aussehen soll. Warum gehst du nicht raus und siehst dich etwas um? Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Bam, bam, bam. Müssen die Koffer auch mal wieder öffnen, ne? Und neu ausrüsten, alles. Unser Inventar ist bald voll. Hey, warum sind die? Ach, das ist ein antikes Silberstück. Jetzt fangen die auch noch damit an. Das Inventar voll zu müllen. Warum kann man nicht einfach ein allergisches nehmen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum Spiel? Warum? Warum? Naja, gut. Ist halt jetzt so. Viel besser. Je toller er wirkt, ruhig und in sich gekehrt. Das Mädchen zu behüten ist keine leichte Aufgabe für Tancred. Sie zwingt ihn, über sich selbst nachzudenken. Eigenartig, nicht wahr? Er lässt sich in Gegenwart von Damen doch sonst nicht so schnell verunsichern. Obwohl wir gerade dabei sind, hast du nicht auch den Eindruck, dass ein anderer unserer Freunde viel weniger an Rätseln spricht, als man es von ihm gewohnt ist? Es ist fast so, als würde er sich absichtlich um klare Worte bemühen. Solch einen Wandel würde man doch eher von den Jüngeren erwarten, wie Alfino und Alizée, findest du nicht auch? Du hast dich aber auch verändert. Ach ja, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich dieselbe geblieben bin, aber manchmal fragt man sich natürlich schon. Jetzt muss ich mich aber an die Entschlüsselung der Steintafel machen. Warum nimmst du nicht mit Philly auf eine Erkundungstour durch Schlangenzweig mit? Sie kann etwas Abwechslung gebrauchen. Sprich am besten mit Runa, dem Priester der Gemeinde. Er ist für gewöhnlich in der Nähe des Ätheriten zu finden. Er wird dir helfen, unsere Lage etwas besser kennenzulernen. Bam, bam, bam. Das ist ja der Freund von Matoya. Ich hoffe, du bist wegen der ruppigen Begrüßung nicht allzu nachtragend. Sag mir, wie heißt du eigentlich und woher kommst du? Aus Kristarium also. Und jetzt braucht ihr Matoyas Hilfe, um den Aufenthaltsort des Lichtbringers von Raktika ausfindig zu machen. Wenn das so ist, könnt ihr so lange bleiben, wie ihr wünscht. Komm, ich werde dir eine kleine Einführung in das Leben hier in Schlangenzweig geben. Darf ich vielleicht mitkommen? Aber natürlich, mein Kind. Ihr seid schließlich alle Ehrengäste der Hexe Matoya. Danke, ihr alle scheint Matoya wirklich sehr zu mögen. Das tun wir in der Tat. Mit gutem Grund. Sie hat uns allen das Leben gerettet, als die Diener des Lichts vor 2 Jahren kamen, um uns zu holen. Wir verloren an diesem Tag so viele. Die, die nicht verwandelt wurden, fanden den Tod in den Flammen.
Nur mit Matoyas Hilfe gelang es mir und ein paar anderen zu fliehen. Sie führte uns bis zu dieser Höhle. Sie hat uns immer wieder gut zugesprochen, dass wir uns keine Vorwürfe zu machen brauchen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Nur dank ihrer Weisheit ist es uns gelungen, von Neuem zu beginnen. Natürlich waren anfangs nicht alle bereit, ihr, einer Außenstehenden, zu folgen, ich eingeschlossen. Doch als ich das warme Funkeln in ihren Augen sah, wenn sie über das dunkle Himmelsmeer spricht, da wusste ich, sie ist eine von uns. Heute gibt es keinen mehr, der an ihr und ihrer Weisheit zweifelt. Sie hat uns allen die Herzen geöffnet. Ha, jetzt sind meine Gefühle mit mir durchgegangen, aber das ist keine Schande, wenn ihr mich fragt. Aber nun zu Schlangenzweig. Wir erwarten von Besuchern nicht, dass sie unseren Glauben teilen, aber es gibt ein paar Gebräuche, die ich euch bitten möchte zu befolgen. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun. Ihr betet die Dunkelheit an, richtig? So ist es. Unsere Hingabe äußert sich in verschiedenen Ritualen, aber keine Sorge, sie sind nicht besonders kompliziert. Würdet ihr mir bitte in die kleine Baumhöhle dort drüben folgen, dann zeige ich euch, was ich meine. Okay, dann schauen wir mal. Ich wollte euch etwas zeigen. Wenn einer von uns von einer Reise zurückkommt, die ihn aus dem schützenden Schatten des Waldes geführt hat, dann besucht er als erstes diesen Raum. Auf seiner Reise wurde sein Körper vom Licht verunreinigt und hier wäscht er sich wieder rein. Es ist ein symbolischer Akt, der niemanden von einem Übermaß an Licht befreien kann, aber für die Bewohner von Schlangenzweig hat er eine große Bedeutung. Ich möchte euch bitten, euch ebenfalls der Reinigung zu unterziehen. Würdet ihr euch dafür bitte hinknien? Als Runa dich mit dem Wasser benetzt, spürst du ein Prickeln und Stechen auf deiner Haut. Säure! Ah! Und damit seid ihr von dem Licht befreit. Wie fühlst du dich, Kind? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe etwas gespürt. Ich fühle mich ein bisschen leichter. Ist das Wasser irgendwie besonders? Es ist normales Wasser, aber von unseren Priestern gesegnet. Wir glauben, dass es mit kleinen Mengen dunkler Energie angereichert ist. Du hast ein Prickeln gespürt. Davon hat meines Wissens nach noch nie jemand berichtet, aber ich würde nicht zu viel darauf geben. Ich fand es nicht unangenehm, aber ich habe auch etwas gespürt. Irgendwo etwas war da. Wir wissen, dass Sündenvertilger das Wasser meiden. Könnte es etwa sein, dass... Bei den ewigen Dunkelheit. Matoya hatte recht. Ihr seid Sündenvertilger. Kleiner Scherz. Verzeih mir. Es war bestimmt nicht mehr als die Kühle des Wassers. Jetzt, da ihr gereinigt seid, ist es an der Zeit, die anderen Bewohner zu treffen. In Schlangenzweig begrüßen wir uns übrigens mit einem traditionellen Grußwort. Es heißt Alin Tuta und stammt aus der Ronka-Sprache. Es ist eine von mehreren Möglichkeiten, einen guten Abend zu wünschen. Die Welt ist nicht mehr so sicher, wie sie einst war, und der Gruß ermöglicht es uns, Freund von Feind zu unterscheiden. Kann ich wirklich auf jeden zugehen und ihn grüßen? Ich bin das nicht gewohnt und möchte niemanden stören. Du bist wirklich eine umsichtige Person. Sag einfach die Worte Alin Tuta und man wird dich als Freundin der Untertanen der Nacht ansehen. Geht, macht ein paar Bekanntschaften. Ich werde hier auf euch warten und mir später anhören, wie es gelaufen ist. Gib im Sagen-Chat-Modus über Tastatur oder die virtuelle Tastatur Alin Tuta Ausrufezeichen ein, um die Bewohner von Schlangenzweig zu begrüßen. Das mit dem Sagen lieben die sehr, ne? Dass sie das hier so drin haben. Das finden die richtig geil, ne?
müssen das immer wieder benutzen. Ach ja. Die alte Frau lächelt freundlich und streckt dir die Hand entgegen. Alan Cheese, ich heiße dich willkommen. Ich nehme an, du wirst noch etwas bei uns bleiben, ja? Sonst hättest du dir nicht die Mühe gemacht, unseren Gruß zu lernen. Dann tätest du gut daran, unseren Heiltee zu kosten. Er stärkt deine Abwehrkräfte gegen die vielen Gifte, denen man im Wald ausgesetzt wird. Von seinen Pflanzen und Geschöpfen gehen viele Gefahren für die Gesundheit aus. Du musst ein Reisender sein. Alan Cheesy. Und willkommen in dem Schlangenzweig. Es macht dir doch nichts aus, dass ich mit so gedämpfter Stimme spreche. Der Wald ist ein stiller Ort und wir sind ein stilles Volk. Still wie das dunkle Himmelsmeer. Still den Gedanken. Uns immer der Tatsache bewusst, dass das Wetterwerk uns kaum vor den Dienern des Lichts und anderen Gefahren des gefluteten Landes zu beschützen mag. Die Untertanen der Nacht sind wirklich sehr nett. Ich war sehr schüchtern, aber sie behandeln mich wie einer von ihnen. Es ist ganz leicht, mit ihnen zu sprechen. Es gibt noch viel, was ich lernen muss, über Schlangenzweig und die Untertanen der Nacht, aber auch über den Rest der Welt. Ihr Vertrauen und ihre Ruhe machen mir Mut. Ich verstehe jetzt, wie sie in diesem Wald trotz der vielen Sündenvertilger überleben können. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet. Verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.